Moin ihr Lieben und herzlich willkommen hier bei meiner Reise auf der Insel zwischen Mutanten und Kannibalen in Sons of the Forest. Ja, jetzt lass uns erstmal hier lang gehen. Mal gucken, worauf wir noch treffen werden. Guck, da ist noch ein Mutant und ein paar Babys. Und wir gehen einfach mal weiter. Ja, ich habe nicht mehr so viel Batterie und ein bisschen würde ich mir gerne noch aufbewahren. Und mal gucken, wo wir hinkommen, ne? Ah, Ausgang. Oder Eingang in eine andere Höhle. Ach, habe ich auf den Ausgang gehofft. Dann hört man direkt was, ne? Ist ja schrecklich. Oha. Hier ist direkt mal Action. Ich weiß gar nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Ich renne einfach nur wild panisch weg. Aber die Richtung war gut. Kelvin, Alter, komm mal her. Nimm Gegenstand. Guck mal hier. Für Kelvin haben wir jetzt den Taxido-Anzug. Jawoll. Guter Mann. Jetzt lass uns mal zusehen, dass wir hier wegkommen. ja, unsere Virginia ist da vorne. Der würde ich gleich das Kleid geben wollen. Und ist ja ihrs. Und die Knarre, weil die 9mm brauche ich ja doch eher seltener. Deswegen habe ich mir überlegt, komm, wir geben die mal der Virginia. Die beschützt uns dann damit. Ein bisschen Bodyguard ist auch nicht verkehrt, ne? Wenn wir da einen kleinen haben. Ja, ansonsten fand ich die letzte Location richtig cool. Richtig geil gemacht, auch mit den Paftons als Endgegner und so. Oder als Endboss. Oder Miniboss, wie auch immer. Die waren auch echt hart. Gut, man konnte sich ja in dem Wasser verkriechen da. Bisschen auf Vorsicht spielen konnte man ganz gut. Was ich aber völlig okay fand. Ja, die Armbrust ist geil. Hat nur leider einen echt lahmen Nachladerhythmus. So, wann kommt die Virginia zu uns? Genau, also. Jetzt erstmal ein bisschen Fazit zu dem Spiel bis hierhin. Wie gesagt, die letzten POIs waren echt geil. Die Höhlen ein bisschen voll von Mutanten. Aber liegt auch vielleicht daran, dass ich vielleicht zu schlecht vorbereitet da reingegangen bin. Aber insgesamt haben wir es ja dann am Ende doch ganz gut gemeistert. Ich fand auch bei der Schaufel den Blick auf die Location mit diesen Dings richtig nice. Hat echt Spaß gemacht. Ne? War echt beeindruckend. Auch der Sound dabei, als dann dieses Gebäude auftrat in der Höhle, das beleuchtete. Ne? Das war auch schon recht geil. Ja, ansonsten würde ich sagen, vom Fazit her, ja, was ich jetzt viel mitgekriegt habe, ist, dass sich viele Leute beschweren, der Überlebens, der Survival-Charakter ist hier nicht noch nicht so ganz gegeben, weil, ja, haben sie recht, man hat hier überall und immer Wasser, was ich aber vielleicht auch gar nicht ganz so unrealistisch finde, weil die Insel wirkt sehr sauber, nicht irgendwie verseucht, von daher, warum muss das Wasser in dem See verseucht sein, ne? Einfach nur, also wenn ich realistisch denke, ich bin auf so einer Insel, würde ich das Wasser auch aus irgendeinem kleinen Fluss oder Bach trinken, wenn ich keines Dings habe. Natürlich wäre es cooler, man müsste es abkochen, man bräuchte wieder einen Topf und so. Hat was, aber insgesamt finde ich es real gesehen. Wer wird das nicht machen, bevor er stirbt, trinkt er das Wasser hier, ne? Ja, völlig fein, völlig fein. Ja, mit dem Essen, weil du hier so viel Loot hast, hast du natürlich auch wenig Probleme, aber dadurch, dass der Kelvin uns auch Fische fangen kann und wir mit der Fischreuse da ganz gut bedient sind und so ein Reh auch recht schnell gefasst ist, finde ich das eigentlich auch ganz okay. Klar, wäre schöner, wenn man länger nach Essen suchen müsste. Aber insgesamt finde ich es halt okay. Ich würde in der Wildnis vielleicht nicht anders leben. Ich würde auch Fische fangen. Ich würde, wenn ich einen Partner dabei habe, würden wir uns damit abwechseln, Essen zu besorgen. Und selbst wenn man das Wasser noch abkochen müsste, wäre es auch nicht wesentlich schwerer, ne? Ja, im alten Forest war es natürlich noch schwerer, weil du nur diese kleinen Tümpel hattest.
aus denen du das Wasser holen konntest. Aber wenn du in der Nähe davon deine Base gebaut hast, war das auch kein Problem, ne? Dann hattest du auch immer Wasser. Und an Essen bist du auch sehr schnell gekommen. Was ich mir wünschen würde, wäre mehr Rezepte, gerade hier für die ganzen Beeren und so. Das wäre so eine Sache, wo ich mir denke, warum kann ich da nichts Gescheites mit kochen, ne? Ich kann da nichts mit machen. Ich kann auch hier die Giftbeeren, das ist die Energiemischung, Lachsbeeren, warte mal, wo haben wir denn so ein paar Giftbeeren hier? Hier, diese Igelkraftwurz. So, aber ich kann jetzt keinen Pfeil nehmen und sagen, vergifte mir einen Pfeil. Ne? Keine Ahnung. Was könnte ich hier jetzt machen? Ich kann eine Energiemischung daraus machen. Das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich mir denke, hier, die Giftpilze, Knollenblätterpilz, kann ich nur essen. Aber ich kann ihn nicht hier benutzen, um irgendwas zu vergiften. Ne? Das wäre zum Beispiel geil gewesen, dass ich den Speer vergiften, die Speerspitze vergiften kann, dass ich die Pfeilspitzen vergiften kann. Das hätte was. Aber so ist es noch so eine Sache, wo ich sage, da könnte man nachbessern. Das würde Sinn machen, ne? Ja. Ja, die Amos finde ich auch voll gut. Ja, Pfeile. Wenn man wirklich hingeht und sagt, ich kann mir keine Pfeile mehr drucken, finde ich völlig fein, aber dann muss ich den gleichen Platz haben. Also so war ja im ersten Teil auch so. Ich konnte ja gemischte Pfeile nehmen und es gab 50 Stück, war das Maximum. Aber da war egal, welche Pfeile. Und dann müsste es hier auch so machen, dass ich 50 Pfeile tragen kann. Und vielleicht von mir aus 75, weil du jetzt die Koffer hast und nicht mehr diese Tasche, diesen Köcher. Ja, das wäre so eine Sache, wo ich mir gedacht hätte, gut, da kann man nochmal nachbessern. Ja, aber insgesamt finde ich das Spiel schon recht gut gelungen. Ja, man kann immer mehr wollen und mehr wollen, aber man will es ja realistisch und realistisch gesehen. Sehe ich hier gerade kein Problem daran, wie sie es umgesetzt haben. Ne? Nö, absolut nicht. Wasser, wie gesagt, ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Da war das auch so, dass wir Wasser aus Bächen getrunken haben als Kinder und sind auch nicht krank geworden. Und wenn die Bäche sauber sind oder so wie die Seen hier, wenn die sauber sind, ja, warum soll man das nicht machen, ne? Warum sollte man das nicht tun? Also finde ich jetzt nichts Verwerfliches. Finde ich, nimmt dem Überlebensaspekt nichts weg. Selbst wenn ich das Wasser noch abkochen müsste, ja, dann ist das so. Aber das Wasser wäre ja trotzdem hier. Da müsste man ja die ganzen Teiche und kleinen Bäche und sowas alles wieder entfernen. Finde ich eher unnatürlich für so eine Insel. Also von daher, ich finde es gut. Was ist denn jetzt mit unserer Virginia hier? Komm, wir holen die mal. Ja, wie gesagt, ich fände ein paar mehr Kochrezepte, auch aus dem Fleisch oder so. Oder dass man das Gift besser einsetzen kann. Dass ich meine Waffen vergiften kann. Auch, dass ich hier aus der Waffe wieder eine Fackel machen kann oder so. Das hätte auch schon was, ne? Fände ich auch ganz cool. Das sind aber so Sachen, die mir wichtig wären, die ich cool fände. Hi! Guck mal hier. Halt, warte, warte. Virginia, freu dich doch mal auf mich. Hier, bitteschön. Wie sie die Kuh in ihrer dritten Hand trägt. Wo jetzt erstmal killen geht, ey. Ja, komm, wir verschwinden. Geschwind. Das sind so komische Geräusche. Du kommst schon nach, ne? Genau. Ja. Ja, aber könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das seht, ne? Absolut. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich wollte jetzt mal da oben hin. Wartet mal. Da hole ich euch aber gleich dabei. Da hinten, da seht ihr, da auf der Ecke, ganz oben rechts. Da ist noch so ein grüner Punkt. Da wollte ich noch mal... Quatsch, nein, da nicht.
Da, zu diesem Informationsding wollte ich hin. Ja, hi, hüpf mir doch mal einen Blick zu diesem Ausrufezeichen. Ich glaube, da war noch so ein Grab, das ich gerne mal ausnehmen wollte. Da würde ich sagen, könnten wir eigentlich auch gemeinsam hingehen, oder? Das ist ja nicht so weit. So, weil fürs Bauen, ich habe heute nicht mehr ganz so viel Zeit. Ist schon irgendwie ganz spät nachts hier, 1 Uhr. Und das ist die Folge für heute, die ich hier gerade drehe. Das heißt, ich muss ja echt ein bisschen Gas auch geben. Deswegen ist Bauen heute vielleicht nicht die beste Option, weil keine Zeit jetzt hier noch eine halbe, dreiviertel Stunde erstmal Ressourcen zu sammeln. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann ist da auch nichts gewonnen. Guck mal, wir sind doch schon da. Dann ist da auch nichts gewonnen, weil dann haben wir die Folge nur Ressourcengetue drinnen, ne? Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Gräber alle sind hier. Ich hatte das letzte Mal auch schneller gefunden, als ich das hier so platt gehauen habe, ne? Alles. Ja, flieg nieder den Scheiß hier. So, hier müssen die doch jetzt irgendwo sein. Ach du Arsch, was willst du denn jetzt schon wieder hier? Ja, guck mal. Sag, willst du mich verkacken? Ah! Ja. Wieso kriegt der eigentlich so viel Pfeile weg, ey? Wo ist die Olle, wenn man sie braucht? Guck mal hier, ey, wie viele der einstecken kann. Ups, der war mal hart drüber, ne? Guck mal, wie viele der einsteckt, ey. Bist du jetzt mal tot? Ja, ich glaube, der ist tot. Ja, ich glaube, der steht nicht mehr auf, ne? Nee. Alter, wegen dir habe ich schon wieder so viel Pfeile verballert, ey. Hier bloß. So. Wo sind jetzt hier diese Säge? Särge. Säge. Diese Gräber. Hier vorne sind die zwei Golfwagen, ne? Ach, ich bin doch hier noch gar nicht. Obwohl doch, hier muss das auch irgendwo sein. Oder war das eher darunter? Ich meine doch, dass das hier auf dieser Lichtung war, ne? Ja. Hier ist die Höhle, ja. Ja, nimm dir doch mal ein bisschen hier. Komm, wir trinken mal einen Energy Drink. Ja, nimm dir, gönn dir, Junge, gönn dir. Ich meine, dass hier irgendwo Gräber waren. Aber ich kann mich auch täuschen, ne? So, ja, heute nehme ich euch mal ein bisschen beim Erkunden mit. Vielleicht, wenn es wirklich ganz langweilig ist, schneide ich euch noch raus. Aber mal schauen. Sehen wir ja dann. Seht ihr, hier ist immer irgendwie ein bisschen Action, ne? Hatte ich jetzt eigentlich schon Fleisch gegessen? Ja, hatte ich. Gut. So, genau. Dann nehmen wir jetzt erstmal noch so ein paar Locations aus hier. Ich weiß nicht, ob da hinten jetzt Gräber waren. Irgendwo waren welche. Kann natürlich sein, dass ich euch gleich rausschneide, weil hier nichts war, ne?
Ja, irgendwas werden wir hier unterwegs auf jeden Fall finden. Ja, aber auf jeden Fall insgesamt finde ich das Spiel gut. Bisschen viel Mutanten, aber also in den Höhlen. Aber irgendwie soll es ja auch schwer sein, an die Sachen zu kommen. Also kann ich schon nachvollziehen, ne? Dass sie es da an den Stellen so ein bisschen schwieriger gestaltet haben. Wir kommen der Sache näher. Genau, dann sind hier die ganzen Gräber, aber hier sind auch überall Typen, ey. Was soll denn das jetzt? Als wenn die wussten, dass ich hier hin will, die Säcke. Ich habe es auch noch nie mit Verstecken versucht, ne? Ah, Mann! Siehst du, bringt gar nichts, die Versteckerei. Hau ab da! Alter Pisser, ey! Oh shit, wir haben gar nichts zur Heilung dabei. Oh Mann. Ja, nee, dann erstmal weg. Das bringt ja gerade gar nichts hier, ne? Na, komm her, du Penner. Ah, shit, ey. Nee, 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 weg, 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 weg. Ach, du Scheiße hier, ehrlich, ey. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich irgendwo Medizin abgreife. Aber ihr seht ja, bleibt mal dran, es bleibt spannend, ne? Wo sind wir denn hier? Hier ist aber auch nirgendwo was, ne? Also zumindest nichts Offensichtliches. Ach, das ist doch blöd. Wieso sind denn genau da jetzt die ganzen Typen? Als wenn die geahnt hätten, dass ich jetzt dahin möchte, ne? Gibt's doch nicht, oder? Ist doch nicht normal, dass sie das jetzt genau wussten. Vor allem versteck dich in den Büschen, dann kriegen sie dich nicht. Ja, scheiße, am Arsch, ey. Irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass nachdem wir jetzt in den ganzen Höhlen waren, echt voll geworden ist mit Kannibalen und Mutanten, ne? Die Map. Unerklärlicherweise. Unverklärlicherweise. Die rennen hier immer noch rum, ey. Gibt's doch nicht. Hier muss es doch jetzt irgendwo sein. Hier? Nee. Hier irgendwo. Na, wo denn? Ach, das war immer schon schwer zu finden hier, ne? Ah, hier. Ekes. So, Schaufel. Boah, schnell, mir geht das Gepiepe auf den Sack.
Oh. Oh, in die Geschlechtsteile, du. Also wenn da welche wären, ne? Jetzt muss ich mal gucken, was wir hier finden, ey. Ich ja echt mal gespannt, ne? Hier scheint irgendwas mit Holz zu sein. Oh, hier eine Holzkiste, jawohl. Oh, eine Schrotze. Wie belade ich die? Ah, die ist schon geladen. Yo, Mann. Ach so, zwei Stück habe ich gleich erwischt. Okay. Oh. Vom Fuß runtergeschossen. Das. Na, hau du mal ab, du. So. Krasse Sache. Das ist das geil. Ist das geil. Die ist gut. Die ist gut. Wow. Ja, Mama, Knochensuppe. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Ich meine, wie viel Schrot habe ich? 78 Schuss. Ach, na, Schrot-Flintenlaufgeschosse. Und hier Betäubungsgewehr. Warte mal, die? Ach so, die habe ich ja. Guck mal, hier kannst du noch diese Laufschiene draufpacken, ne? Zack. So, und jetzt kann ich noch andere Munition wählen. Flintenlaufgeschoss. Ja, voll geil. 78 Schuss. Ah. Was? Ah, Virginia. Ja, lass lieber die schießen. Hi. Die nehmen wir natürlich mit. So, Hallöchen. Danke. Ich glaube, wir sollten hier abhauen, ne? Was meinst du? Ja, komm. Oh. Ach, das macht Virginia schon. Ah, danke. Virginia, deiner. Ach, die sterben dann auch nach einem Schuss. Cool. Ja, gut. Dann gehen wir doch hier noch ein bisschen gucken, was wir finden, oder? So, nee, ich wollte auch in Richtung nach Hause mal, klar. Wird ja auch schon dunkel. Ja, gehen wir mal da lang. Dann machen wir mal das Lager bei uns da in der Gegend weg, ne? Ich glaube, da ist einer nicht ganz einverstanden, dass wir hier killen wie die Berserker.
Aber gut, was soll ich machen, ne? Oh, ich darf nicht so viel ballern, ey. Ich kenne mich doch. Außerdem sollte ich besser mit dem Pfeil und dem Bogen lernen. Weil wenn die irgendwann mal umstellen, dass das mit dem Loot nicht mehr klappt, dann solltest du besser geübt da drin sein. Aber ja, wie gesagt, wenn du keine Pfeile nachdrücken kannst und du hast immer nur 20 Pfeile, brauchst du aber für so einen Mutanten 30, dann ist das bescheiden. Dann ist das schlecht gelöst. Also da, wie gesagt, gerne diese 50er-Lösung und dann egal welche Pfeile. Aber ich kann 50 Pfeile mit mir rumschleppen. Na, 50 würde mir ja schon völlig reichen, ne? Aber nur 20 Pfeile dazu haben, wenn du wirklich 20, 25 Pfeile für einen so einen Kandidaten brauchst, gerade für diese großen Mutanten und so, dann finde ich das unpassend, ne? Dann ist das auch nicht mehr realistisch. Wenn ich aber 50 Pfeile dabei haben kann, dann ist das alles wieder cool, ne? Ich weiß gar nicht, warum sich so viele jetzt plötzlich aufregen wegen dem Loot, den man nachlooten kann. Das gab es ja schließlich in Forest 1 auch schon. Der Loot war ja in den Dörfern auch wieder da. Ja, eben. Da gab es zwar wahrscheinlich auch Konsorten, die das genervt hat, aber im Endeffekt, naja. Ich find's gut, so wie es ist, ne? Na klar ist es mit der Schrotflinte jetzt echt um ein Vielfaches geiler, ne? Sag mal, liegt eigentlich unser Gleiter noch hier rum? Irgendwo? Irgendwie ist der nämlich weg, ne? Würde ich sagen. Der lag doch hier rum, ey. Was ist denn mit dem passiert? Ist der irgendwann weggespawnt oder was? Wie spawnt der Gleiter? Habt ihr da schon von was gehört oder sehe ich ihn einfach wieder nicht jetzt? Kann ja auch sein, ne? Weil ich meine, dass der da irgendwo rumlag, ne? Der ist auf jeden Fall irgendwie weg. Sehr schade, sehr schade. Ach, guck mal, da haben wir doch heute mal eine ganz gemütliche, ruhige Tour nach zwei Touren. Morgen werden wir eine Baufolge machen, auf jeden Fall. Da werden wir hier ordentlich bauen, ne? Hier hatte ich auch erst einmal ein Tier drin in der Falle, ne? Wahrscheinlich muss man dabei bleiben. Ja. Aber wie gesagt, morgen würde ich hier eine Baurunde machen. Für uns. Ganz entspannt und gemütliches Bauen. So, wieder ein paar Federn sammeln. Jetzt würde ich mir noch eben mit euch gemeinsam ein bisschen Medizin reinhauen. Wenn wir noch welche da haben. Ja, da unten zwei Stück nur. Das ist nicht mehr das meiste, ne? Müssen wir demnächst mal wieder ein bisschen was sammeln gehen, ey. Aber cool, wir haben die Schrotflinte, ne? Sehr geil. Virginia hat unsere 9 mm, wir haben die Schrotflinte, was will man mehr? So. Ja, würde ich sagen, wir schlafen noch eben gemeinsam die Nacht weg und dann sehen wir uns morgen hier wieder. Würde ich fast behaupten, ne? Guck mal hier. So, Hütchen steht. Jetzt wollte ich mal gucken, ob ich den Gleiter vielleicht doch noch sehe. Da können wir doch noch mal eben gemeinsam gucken, oder? Das ist ja vielleicht für euch auch interessant zu wissen, dass der wegspawnen kann. Dann passt er vielleicht ein bisschen drauf auf. Hat bei mir nicht gefunzt. Aber ich weiß, dass ich ihn da hab liegen lassen, ne? Oder habe ich den woanders abgelegt? Nee, ich bin ja noch nicht wieder geflogen. Ich wollte ja immer mal mit euch hier segeln, aber dann kamen ja die ganzen Höhlen jetzt. Und danach wollte ich eigentlich hier mit dem Gleiter rummachen, ne? Deswegen mal einmal gucken, ob der irgendwie hier im Wald gelandet ist, weil da einer vorgelatscht ist oder was. Aber es scheint, als ist er weg. Ich glaube, er ist weg. Ich glaube es nicht nur, er ist weg. Und das ist irgendwie äußerst blöd, ne?
Hier habe ich den nicht liegen lassen, ne. Das ist ja doof. Da müssen wir denn noch mal irgendwann suchen gehen. Aber das ist ja Kacke, da der weg ist. Was kann man eigentlich hier im See sehen? Gibt es ja eigentlich irgendwas Besonderes? Nö, irgendwie nicht, ne? So weit sind wir jetzt gar nicht gekommen. Oh, es geht aber hoch hinaus. Tief runter, runter hier, wa? Ich habe ein bisschen Angst, da sieht man nicht so viel. Oh, du bist durstig. Und Hunger hast du auch. Na komm, wir machen mal Schluss hier. Könnten noch einen ganzen Tag hier weiterspielen, aber nee, für heute reicht. So, trinken wir noch einen Schluck. Ess dir ein Stückchen Fleisch. Sehr fein. So, gepennt haben. Ach, deswegen ja, wir hatten gepennt, ne? Ja, genau. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, die Runde hat euch heute gefallen. Mit mir zusammen hier die Schrotknarre holen und mein Fazit und so. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Lasst mir gerne auch eure Kommentare zu dem Fazit da, würde ich mich sehr freuen. Ja, und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir auch gerne ein Abo da. Würde mich genauso gern gut freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.